Liebe Republika, lass uns doch mal Resümee ziehen. Was wollten wir eigentlich erreichen die letzten zwei Tage? Wir wollten Restart Connect in die Charts powern. Wir wollten Covid as a Chance sehen. Wollten zusammen mit den wichtigsten Influencern für die Corona-Toten in Deutschland 90.000 Duftkerzen im Olympiastadion anzünden. Als Zeichen. Wir wollten Danger Dan in einem Kerzenmeer Piano spielen sehen. Brennt. Wir wollten euch alle begeistern, euch restarten und reconnecten. Aber das haben wir nicht geschafft, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und das haben wir reflektiert. Restart, reflect, reconnect, restart, reconnect. Manchmal reicht es halt nicht, wenn man mit einfach nur einer super geilen Idee um die Ecke kommt. Manche Ideen kommen perfekt auf die Welt, lernen dann aber nie fliegen. Und das ist auch ein Learning. Auch das ist Fair Chanceability. Wir haben die People irgendwie nicht erreicht. Ist für mich ein Learning. Viele sind wütend. Ist für mich ein Learning. Das sind echte Emotionen. Ist für mich ein Learning. Emotionen heißt aber auch People erreichen. Viele sagen, wir sind gescheitert. Aber sind wir wirklich gescheitert? Oder haben wir mit der Aktion vielleicht doch was viel Geileres geschaffen? Lass uns doch da mal die Perspektive wechseln. Wir haben vieles in Frage gestellt. Disrupted. Restart. Wir haben Leute unter dem Hashtag Halt die Fresse Creamspeak zusammengebracht. Reconnect. Reconnect. Und am Ende war Covid doch eine Chance. So, und ihr habt sie mit uns genutzt? Covid as a Chance? Fragezeichen? Nee, Covid as a Chance? Ausrufezeichen. Und damit ist unser Job hier nämlich gemacht. Ich weiß nicht, ich würde gern noch mal über dieses Corona ist geil gehen. Weißt du, bei der nächsten Pandemie machen wir das gleich. Pandemiename, das was dann kommt, ist geil. Und zwar im Super Bowl. Wir machen direkt im Super Bowl. Aber guck mal, stell dir doch mal vor, was ist, vielleicht war es auch mit den Kerzen. Gibt's Duftpechfackeln? Gibt's zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine Pechfackel, die duftet und dann 90.000 Leute mit Pechfackeln gehen ins Olympiastadion. Das ist doch richtig geil.